Hallo YouTube-Gemeinschaft, willkommen auf Atoms Kanal. Weiter geht's mit Pflanzen gegen Zombies 2. Ich bin immer noch in dieser schönen Zeitzone, wie ihr sehen könnt. Und stehen geblieben war ich das letzte Mal, als ich diese schöne Pflanze bekam, das Paprikatapult. Weiter geht's zur nächsten Pinata. So. Mal schauen, was ich hier ab... Oh. Die globale Erderkaltung ist echt mies. Wir bräuchten mal eine Hitzewelle. Stimmt, ich habe deshalb schon einmal die Schneebälle durch Feuerbälle ersetzt. Das ist doch schön. Mit dem Flammenwerfer-Power-Up kannst du ebenfalls Eis schmelzen und Zombies schaden. Das ist gut. Stark. Wie sagt man so schön? Rache wird am besten kalt serviert. Aber ich sage, man serviert sie am besten heiß. Knallheiß. Mit extra scharfer Soße. Und Tacos als Beilage. Natürlich, Deppy Dave, was immer du sagst. Alles klar. Nehme ich mir mal hier ein paar Sachen. Vielleicht auch mal das Drachenmäulchen. Was denn noch? Was kann ich noch nehmen? Dich. Die heiße Kartoffel. Dich. Level 2. Und was noch, was noch, was noch? Ja. Die Doppelsonnenblume hebe ich mir für später auf mit dem Spezialdünger-Effekt. So. Hätte ich eben vergessen, die heiße Kartoffel direkt mal einzusetzen. Alles klar. So. Da habe ich schon mal was. Wow. Jetzt kommen hier auch die wirklichen Gegner, ne? Oh je. Ich guck mal. Also hier mal was hin. Ich mach dir die platt. Alles klar. Kann ich auf jeden Fall mal mehr Sonnenenergie haben. Zack. Nochmal. Ich hoffe, das reicht. Da habe ich mich wohl überschätzt. Hier ein bisschen. Sehr gut. Ja. Ich muss jetzt mal eine Kraft verwenden. So. Alles klar. Ein bisschen, da ein bisschen. Ich muss mich wirklich hier konzentrieren. Verzeihung, wenn ich nicht so viel kommentiere wie sonst. Ich habe auch einige Fehler jetzt schon gemacht. So. Hier noch was und da noch was. Zack. Alles klar. Ich hoffe, das reicht jetzt aus. Ein bisschen Sonnenenergie. Ja. Du.
Ist jetzt vorbei. Boom. Hat noch so gewonnen. Wie immer. Silbermünzen. 4 Level noch bis zur nächsten Pflanze. Die werde ich hoffentlich hier schaffen. Weiter geht's. Wie immer mit Werbung. Nein. Jetzt gerade nicht. Alles klar. Oh, hier muss ich gar nichts. Gut, das gefällt mir auch. Hier schon mal was. Da mal was. So. Sehr gut. So, mit euch. So, hier. Wow. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Nicht so einfach. Ein bisschen mal zurück. Und euch auch. So. Die behalte ich mir erstmal. Da kommt noch was hin. Gold, immer gut. Mal schauen, wie das wird. So. Ich auch, hier gibt es wahrscheinlich kein Spezialdinger. Die wollen einfach nicht. Und hier noch ein bisschen. Und da nochmal. Nochmal. Ja, was kommt hier so als nächstes? Ist sehr gut. Das müsste eigentlich ausreichen. Ich hätte wahrscheinlich meine Paprikatapulte ein bisschen besser verteilen sollen. Boom. Weg mit euch. Ah doch, hier ist noch. Das ist gut. Zack. Sehr schön. Fast geschafft. Ja. Ich würde sagen, wenn es ein wenig leckt, mein Telefon ist nicht mehr das neueste. Aber bald werde ich mir auch ein neues zulegen. So. Na, hab ich gleich. Oder euch. Komm schon. Sehr gut. Sehr schön. Das war's. Und hier kommt auch die Piñata. Noch 3 Level für die Mangold-Magler-Pflanze. Oder der Mangold-Magler. Das muss ich gleich mal rausfinden. So. Wie immer Gold. Ah, die Zwirbel, die gibt's auch bald.
Das Paprikatapult, sehr schön. Na gut. Nein, ich werde wahrscheinlich noch ein Level machen. Oder einen Kampf oder einen Tag. So. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Ne, das Drachenmorchel benutze ich diesmal nicht. So. Was könnte ich denn noch nehmen? Ja, komm, nehme ich nochmal das Melona-Pult. Das ist ganz brauchbar. Alles klar, ein wenig beschleunigen. So. Sehr gut. Hier, da. Sehr schön. Oh je. Und was ist das denn für ein Vieh? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Okay. Das kann natürlich hartnäckig werden. Setzen wir mal einfach eine Kraft ein, weil ich es kann. So. Oh, der muss auf jeden Fall was hin. Melona Pult. Ja, gerade so gereicht. Sehr schön. Also noch mal ein bisschen beschleunigen. Da kommt wieder so ein Dodo. Dodo. Dann nutzen wir dich mal. Komm. Bisschen Sonnenenergie. Sehr schön, jetzt mit euch. Ja. Und hier nochmal was. Ja, eine Falle hier hin. So. Naja, die Falle war vielleicht auch etwas unnötig. So. Zack, zack. Hat noch ein bisschen Sonnenenergie. Okay. Und dann. Puh. Sehr gut. Ich werde mal nachschauen, wie die Zombies auf den Dodos heißen, falls das Dodos sind. Und dann werde ich euch das im nächsten Video mal sagen, falls ich das nicht vergesse. Ich schreibe es mir auf. Ja, das war's jetzt erstmal. Es geht nachher weiter. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schaut euch doch meine anderen Pflanzen gegen Zombies Videos an, falls es euch gefallen hat. Hinterlasst ihr auch noch einen Kommentar und vielleicht einen Daumen nach oben. Teilt mein Video, damit andere sehen, dass ich Pflanzen gegen Zombies 2 spiele, und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Vielen Dank, dass ihr euch das angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!